This Mobile Geeks video is powered by Asus. Hi, ich bin Anja von Mobile Geeks hier auf der Computex 2015 und wir sind bei Thunder Tiger Taiwan Robotics, einer Firma, die hier ihren allerersten Unterwasser-Explorationsroboter vorgestellt hat. Um genauer zu sein, ist es ein U-Boot. Ein U-Boot, das man hier per Fernsteuerung fernsteuern kann und dazu kann man hier vorne eine GoPro-Kamera ranmachen. Ihr seht hier nochmal ein paar Features. Das Ganze kommt fully assembled, das heißt, ihr müsst da nichts selber zusammenbauen und wiegt 7,7 Kilo, ist insgesamt 77 cm lang und ihr seht, so sieht das Ganze dann aus, wenn man damit hier im Pool so ein bisschen durch die Gegend fährt. Die Geschwindigkeit, die maximale Geschwindigkeit liegt bei 3,5 km pro Stunde, was vollkommen ausreicht und wir haben ebenfalls eine Tiefe, die erreicht werden kann, die liegt da zwischen 5 und 8 Meter, so ganz genau möchte man sich nicht festlegen. Das Besondere ist allerdings, dass man per App die Inhalte der GoPro direkt sich auf die Fernbedienung dann schicken lassen kann, sodass man auch direkt live sehen kann, was die Kamera aussieht. Insgesamt ein ziemlich interessantes Gerät. Ich habe noch nie so eine Drohne gesehen, eine Unterwasserdrohne, denn sonst hat man ja eher die ganzen Fluggeräte, die man dann als Drohne hat. Das ist also der TTR-SB Seawolf. Der wird im Juli bis August rauskommen und zwar für einen Preis von etwa 999 US-Dollar. Also, das ist der allererste Drohnen-U-Boot-Roboter der Welt hier auf der Computex 2015. Ich bin Daniel von Mobile Geeks. Vielen Dank fürs Zusehen.